Ja, eine andere schöne Geschichte von Jabir radiallahu anhu ist der Hadith, als sie auf einer Schlacht unterwegs waren. Ja, auf einer Schlacht unterwegs waren und da Jabir radiallahu anhu, sein Kamel ist müde geworden. Ja, hat schlapp gemacht, war K.O. Jabir war ganz am Ende der Armee. Ganz am Ende der Armee. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah ihn, er sagte zu mir: Jabir, was ist los mit deinem Kamel? Sagt der Gesandte Allah, der ist K.O., der ist finished, ja, halas. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat ihm einen Stoß gegeben, dem Kamel einen Stoß gegeben und Dua gemacht. Ja, dieser Kamel ist dann wie Ferrari geworden, ja, richtig, Lamborghini, Urus. Ja, auf einmal ist der mit der Baraka vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sein angenommene Dua, er ist nach vorne geritten, der war, auf einmal war der an der ersten Linie von der Armee, ganz vorne an der Armee. Ja, hat auf einmal, Mashallah, richtig getankt. Und Subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Verkauf mir dein Kamel. Ja. Jabir sagte: Oh, hier gesagt, oh Gesandter Allah, ich hab neun Schwestern, ich habe ein Stück Land, ich muss arbeiten für meine Schwestern und so, ich kann nicht, ja, das. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Verkauf mir dein Kamel für einen Dinar, für eine Goldmünze, und möge Allah dir vergeben. Ich kann nicht, ja, Rasulullah, ich brauche das Tier und so. Er sagt: Verkauf mir dein Kamel und du hast so und so viel. Ja, und möge Allah dir vergeben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiederholte es 20 Mal. Ja, also das erste Mal hat er ihn gefragt, danach wiederholte er es 19 Mal. Und jedes Mal gab er ihm mehr. Ja, ich gebe dir so und so viel. Er gab, ich angefangen mit einem Dirham und dann eine Goldmünze, zwei Goldmünzen und so weiter. Und am Ende sagt er zu ihm: Verkauf mir dein Kamel. Ja, und der Prophet Muhammad, und der hat schon längst zugesagt. Der hat nicht so lange, ja. Irgendwann hat er gesagt: Ja, Rasulullah, das Kamel gehört dir, nimm es. Ja. Deine Wünsche, yani das, was du sagst, ist, yani wird gemacht, halas, kein Wenn und Aber. Nimm das Tier, das ist dein Kamel, geschenkt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiederholte es, und jedes Mal sagte er: Möge Allah dir vergeben, verkauf es mir für so und so viel, und möge Allah dir vergeben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit ihm dann abgemacht, und am Ende sagt er: Verkauf mir dein Kamel, oder gib mir dein Kamel für 20 Münzen, für 20. Und möge Allah dir vergeben. Jabir sagte zu ihm: Tu mir bitte nur einen Gefallen, lass mich wenigstens damit nach Medina zurückkommen, sonst müsstest du zu Fuß gehen. Ja? Er sagte: Kein Problem, geh nach Medina zurück und gib es mir dann, bring es mir. Als sie nach Medina zurückgekommen sind, kam Jabir radiallahu anhu und wollte quasi den Wunsch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfüllen, halas, oder den Deal. Ja? Er brachte sein Kamel, hier, ihr Gesandter, oh Gesandter Allahs. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was hat er gemacht? Bi abi wa ummi wa sallallahu alaihi wasallam. Ja? Er sagte, er hat ihm die 20 Dinar, die 20 Goldmünzen gegeben. Er sagte: Oh Jabir, hier hast du die 20 Goldmünzen und das Kamel gehört auch dir. Subhanallah.